Einige Tage und anderthalb Patches später, als das Problem dann gelöst. Danke nochmal dafür, Voodoo. Es gab jetzt auch eine Mail, die vorhin, ja genau, halt letztes Mal nicht abgespielt wurde. Das wäre diese. Looks like the internal scanners are password protected. I can circumvent the security using codes supplied by Trioptimum, but you will first have to put an IO card into the system's interface console, so that I can communicate at the required level. You should find a suitable IO card in the engineering stores on the rear of Deck E. The system's interface console will be somewhere near here. Otherwise, you might be able to hack it yourself at this console. Ja. Das habe ich schon versucht, das werde ich nicht nochmal versuchen. Also schmeiß ich einfach die Karte hier rein. Und scan. Bitteschön. Scanning. Scanning. I'm seeing. 1. Just one survivor left on the minstrel not infected. The data suggests a girl of about 10, in cabin 21. There is a standard security protocol for Trioptimum ships. I can use that to override the cabin door locks. I have also determined the location of area access cards, which may be useful later on, if you need to get into secure areas. Das ist tatsächlich nützlich, ja. Gut, also jetzt wieder runter. Oder? Hier bin ich schon runtergefallen, da war glaube ich nichts, wenn ich mich erinnere. Gut, das Licht ist funky, würde ich sagen. Und leicht unangenehm. So, die Kanone schießt jetzt auch bis hier unten, hat sie, glaube ich, letztes Mal nicht getan. Someone's been hacking into the security subsystem and disrupted several components along the way. I'm not going to be able to unlock any doors for you, I'm afraid. It is standard practice for the key codes for all the passenger cabins to be kept in a locker in the captain's quarters, which is on the A deck, on the port side, nearest the bridge. I can unlock that. Of course, you still have to get into the quarters. Nein, was für ein Zufall, dass ich hier bin. Es hat nichts damit zu tun, dass ich schon mal eine Aufnahme gemacht habe und grandios gefailt bin. So, dich kann ich nicht hacken, denn du bist auf Level 4. Was ich nicht hacken kann, zerstöre ich einfach. Ponk. Auch schön. Ja, jetzt steht es mir leider ein klein wenig im Weg. So. Ich möchte mich zum Captain nicht mehr erstmal hier umsehen. Konferenzzimmer war ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Auch wenn hier nicht wirklich viel zu sein scheint, außer ein paar Tortendiagramm. Da ist ja die 5. Ja, gut, da wird bestimmt irgendwas anderes sein, eigentlich. Und die Admin. Leer. Das soll man auch mal verstehen. Sicherheit ist kaputt. Sachen holen geht nicht, ne? Nee, schade. Okay. Komm ich hier irgendwie sonst rein? Ich hätte die Graniten da ganz gerne. Ich habe auch keine Sam-Module mehr. Na, bestimmt irgendwann. Life Captain hat auch nichts. Der zweite Offizier. Hat wenigstens ein Bett. Das ist schon mal purer Luxus. Forschungssoftware. Das ist schön. Hast du schon Synchronstimme? Nein, hast du nicht. Okay. Das ist ja momentan im Gange. Meine Yucca-Palme scheint zu sterben und ich kann nicht verstehen, warum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht überwässert habe. Ja, das geht meiner Yucca leider anders. Seit wir diesen komischen Raum voller... Forschung abgeschlossen. Danke. Pot Things. Ach, meine Güte.
Diese Kapseln halt, diese Eier. Gefunden haben, benimmt sich der Captain sehr seltsam. Und jetzt sagt er, dass Drayton eines natürlichen Todes gestorben ist. Die hat verdammt nochmal ihr Gesicht eingeschlagen bekommen. Fädelbasisbruch und so weiter. Wenn wir L5 erreichen und die UNN davon Wind bekommen, wird er wahrscheinlich in ziemliche Schwierigkeiten geraten. Ich frage mich, ob seine Position im Next zur Verfügung stehen würde. Plant jemand, das Schiff zu übernehmen? Plan hängt lustig. Naja. Gut, die ist noch was. Zweiter Offizier war sie, ne? Ja. Und Raum ohne Beschriftung. Ah, okay, hier. Ja. Im Maschinendeck also. Op, okay. Ja, genau, komm mit. Das ist eine gute Idee. Ich hatte die Tür, das Ding hier noch aufgesch... Ah, falscher Raum. Verdammt! Ja, bleib du da. Da ist eine gute Position, für dich rumzustehen. Ich habe nicht vor, gegen den Rumbler zu kämpfen. Wegrennen ist ja schlimm genug vor den Viechern, aber auch gegen die Teile kämpfen, So, ne, hier, das war zu spät. Hier, bei Captain Raum. Meine ich doch. Ja, sieht nach Captain aus. Naja. Passagiercodes. Ganz, ganz viele Codes. Gut. Der sieht nicht nach dem Captain aus. Das ist eher so dieser Businessman aus Texas vom Bild her. Gut, jetzt hätte ich sämtliche Codes, die ich gar nicht mehr brauche, weil ich hier ja schon war. Ich sitze nämlich hier im Raum. So, du bist leer. Sagt, das steht in Order hier. Nächste Log. Logbuch des Kapitäns am 12. Februar. Wir sind von Jupiter Sky Station losgeflogen auf Callisto und fliegen direkt zur L5-Station. Die voraussichtliche Reisedauer, nein, Ankunftszeit, nicht Reisedauer, ist der 17. März. Nach dem Dirty Bunch, komische Leute, weil ich von Jupiter Skies, L5 wird wie das Paradies sein. Das ist, glaube ich, Nachtrag, 12. Februar. Es ist meine traurige Pflicht, einen Mord zu melden. Fan Drayton wurde tot in ihrer Kabine aufgefunden, mit ihrem Kopf eingeschlagen. Die Küchenleute haben es bemerkt, als sie keinem Mahlzeiten für 2 Tage zu sich genommen hat. Also sind Woodhouse und ich in die Kabine gegangen. Woodhouse war, glaube ich, die zweite Offizierin, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich 2 Tage zuvor passiert. Aber wir brauchen eine Autopsie. Ich muss ein Cabin by Cabin, ja, Zimmer zu Zimmer Suche nach der Mordswaffe veranlassen. Das wird nicht für gute Stimmung sorgen. Und ich muss es auch noch der UNN mitteilen. Also aus der Februar. Während wir auf der Suche nach der Mordwaffe waren, bin ich in Kabine 16 auf eine seltsame seltsam Schädlingsbefall getroffen. Der Boden war bedeckt mit, man könnte sie Eier nennen. Der Zimmer gehört ein, na, der Zimmer, genau, super. Das Zimmer gehört einer Gemma Latin, die wir nicht finden konnten.
Auf Marshas Vorschlag hin habe ich eine der Kapseln zum Studieren in mein Zimmer geholt. Nach einem vollständigen gründlichen Durchdenken der Fakten habe ich festgestellt, dass Van Drayton nicht ermordet wurde, sondern als natürlichen Todes starb. Ich habe dies der UNL mitgeteilt. Ich hätte wahrscheinlich den Stimmverzerrer für die letzte Lok reinhauen müssen. Es ist irgendwie recht logisch. Hallo Rumble. Hier war ja sonst nichts von Interesse, glaube ich. Ich könnte den umbringen, ja, aber was würde mir dieses bringen? Der Tisch ist leer. Gut. Also, runter. Wobei, ich könnte eigentlich auch direkt durch den Maschinenbereich gehen. Wäre, glaube ich, einfacher, wenn ich hier hochkommen würde. Gut, dann halt nicht. Dann gehe ich halt hier durch. Was soll's. Und ich könnte einfach hier runterspringen. Das wäre sogar noch schneller. Effizienz, Effizienz. So, ne, hier war absolut nichts. Nur ein großer Raum mit Loch in der Decke. Na, ich weiß, dass hier interessante Informationen sind, aber... Nein, ich will keine zwei Lebern. Warum hast du überhaupt zwei davon? So, Raum 21. Hier 5045. Hi. Ha, Leute. Wirklich. Kommst du? Kommst du nicht? Kommst du nicht, Teddybär? Gut, kann ich aufheben. Die sahen auch mal besser aus, meine ich mich zu erinnern. Naja, wahrscheinlich wieder irgendein Fehler, den ich gemacht habe. Infopanel, ja, gut. Hallo, Kleine. Sieht creepy aus. Okay, habe ich wieder irgendwas übersprungen? Someone's been hacking into the security subsystem and disrupted several components along the way. I'm not going to be able to unlock any doors for you, I'm afraid. It is standard practice for... Okay. Ja, Mädchen, möchtest du mitkommen? Ist der Teddy vielleicht irgendwas, was ich in die Hand nehmen kann? Um zu ködern oder so? Ah, okay. Komm. Zeig dir meinen echten Bären. Ich frage mich jetzt allerdings, wie ich die ohne größere Probleme durch den Antigrabschacht bringen soll. Mädel, kommst du? Hallo. Ja. Ja, komm weiter. Komm, ich bring dich in Sicherheit. Na komm. Ah, hi. So, kannst du Antigrafschächte benutzen? Sonst muss ich dich durch den... Okay. Dann... Oh dear, that is so sad. Oh. Zero survivors. You must divert the minstrel. It is currently heading straight for Earth. Gut, okay, das hätte ich nicht tun sollen. First, though, you will have to disable the Navicom. Otherwise, it will correct the trajectory, bringing us back to Earth. It is software control,
so I thought I would be able to do that myself, but I cannot access. Gut, dann krieg ich locker nicht fertig gehört. Ah! Und ich depp hab wieder mal nicht gespeichert. So. Das da rein, das da dran, hier durch. Scanning. Scanning. I'm seeing. Ja. Ich würde gerne das hier aufmachen. Hallo? Warum darf ich das nicht mehr öffnen? Und vor allem, warum kommt die nächste Nachricht nicht mehr? Sehr seltsam. Na gut, dann überspringen wir das einfach mal irgendwie. Wupp. Gut. So. Someone's been hacking into the security. Ja, ich weiß. Das hier ist leer. Ah, na komm, kleines Mädchen. Mit dem komischen Gesicht. Oh Gott. Nein. Das sieht schlecht aus. Es könnte ärgerlich werden. Allen Ernstes. Ah. Nein, Shotgun ist schon richtig. Ah, verdammt. Ja. Das war mir irgendwie klar. Wie kommt er überhaupt hier runter? Hey, komm mit. Achso, du warst zwar nicht gemeint, aber wenn der mich ignoriert, dann soll mir das durchaus recht sein. Wenn er mich denn ignoriert, aha. Oh dear, that's so sad. Ich möchte dieses Mädchen bitte überleben lassen. Oder ist das geskriptet irgendwie? Vielleicht soll ich voll mein Psy-Schild mir anlegen. Schild aktiviert. Achso, jetzt ist er gar nicht mehr da. Gut, soll mir auch recht sein. Edel? Wirklich. So sad. Zero survivors. We must divert the minstrel. It is currently heading straight for Earth. Einen letzten Versuch noch und danach nehme ich einfach an, dass das geskriptet ist. Beziehungsweise nicht geskriptet, sondern halt Voraussetzung.
Hey, was? Mich geschlagen? Sie sehen, ja. Bringt die Dissonanz zum Schweigen. Ach so, die erforsche ich ja immer noch. Haha. Da muss ich die Hypo tun. Kannst du wirklich nicht einfach den Antigravschacht benutzen? Komm, her. Weiter. Weiter. Komm her. Ganz runterkommen, ist alles sicher. Ich hatte ich gar nicht ausgeräumt. Okay. Mädel? Gut, du kannst keine Antigravschächte verwenden. Das ist ärgerlich. Also doch den harten Weg. Hier sieht alles soweit gut aus. Hier an sich auch. Was? Oh. Granatenschmeißer. Da, ich hätte zwischenspeichern sollen. Das wird mich aber noch wörtlich umbringen. Ist es nicht. Jetzt bist du schon wieder da. So. Es wird nie langweilig. Bleibt der da jetzt drin? Nein, warum sollte er auch? Meine Nerven. Leiden schwer. Ihr könnt vorskippen bis etwa eine halbe Minute vor Ende, bis dann habe ich entweder das Mädchen auf mein Schiff gebracht oder ich habe es aufgegeben. Rumbler, Rumbler, verdammt. Okay, aber du scheinst wirklich auf mich fixiert zu sein, nicht auf das kleine Mädchen. Lauf nicht rum, als wäre es hier ein Nachmittagsspaziergang. Warum rennt der Rumbler da jetzt runter? Der kommt jetzt aber... Du wartest hier mal kurz. Okay, dann halt so. Komm mit! Mädel, mach voran! Nein! Ah! Ach ja, ich bin vollkommen zen. Ich höre einen Rumbler. Ja. Na dann komm.
Naja, immerhin kriege ich eine Heilspritze. Das ist schon mal etwas. Ich kann mir jetzt Cola hier wegtrinken. So, wo ist der Rumbler? Hat sich verzogen. Oder auch nicht. Mädchen? Ich habe auch noch keine Todesnachricht bekommen, glaube ich, oder? Ach, da bist du. Okay. Du stehst im Weg. Du stehst immer noch im Weg. So, komm runter mit dir. Wo euch der Roboter noch abschießt. Oh dear, that's so sad. Diese Emotionen, das ist so traurig. Wollte ich eigentlich von 3 Versuchen schon aufhören? Komm mit. Vielleicht kriegen wir uns da wirklich rausgeschlichen. Oh dear. Ich frage mich trotzdem, wo der Rumbler hier unten ist. Gehört das dazu? Gut, scheint weg zu sein. Na komm. Ihr habt mich doch garantiert gesehen. Mach nicht so einen Lärm, sonst kommt der Rumbler wieder hier runter. Das wäre doof. Mädel, runter, schnell. Runter, schnell. Oh. Kind, bitte. Hi. Ja, schleudert mich durch den halben Gang. Trillili, trillili. Ach ja. Na komm, wir haben was um den Tisch. Ab mal so einen Zapf betreiben. Nicht. Ich hoffe, dass Rumbler jetzt weg ist. Schon eine halbe Minute, ich denke, das dürfte reichen, oder? Jo, scheint sich verzogen zu haben. Ja, ja, hier lang. Machst du? Rennt halt weg. Noch einer? Okay. Okay, der patrouilliert da hinten nur. Komm mit. So. Ich hätte vielleicht vorher sprechen sollen, bevor ich die Tür aufmache. Ach, egal. Nein, du wirst jetzt nicht noch umbringen. Komm. Mit. Verdammt. Mädel. Du sollst mitkommen. Mitkommen, bitte.
hier lang. Ja, komm, put, put, put. Mir egal. Nein, diese Richtung. Dein Lied ist nicht unter. Komm. Weiter, weiter. Ja, 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 ja. So, und jetzt kracht bestimmt der Schacht hier ein oder sowas in Richtung. Ich sehe es kommen. You've done well. At least we have one survivor. I will get her into a cryo tube. We must divert the minstrel. It is currently heading straight for Earth. The controls are locked. But if you get to the engines, you can swing the ship around. First, though, you will have to disable the Navicom, otherwise it will correct the trajectory, pointing us back to Earth. It is software controlled, so I thought I would be able to do that myself, but I cannot access the subsystems. However, I think you could slip past the firewall through the virtual reality suite, near the grav shaft on the C deck. I've created a basic simulation and uploaded it. You will have to enter virtual reality, find the data stream between the Navicom and the sensor array, and disrupt it somehow. While you are in the simulation, you will be unable to use your implants and weapons, and I will not be able to monitor your progress. And I cannot guarantee it will be safe. Wir können in den Cyberspace. Auch wenn das unsicher wird und wir keine Ahnung haben, was uns erwartet. Aber wir sind im Cyberspace, das ist schon mal gut. Und wir haben ein Mädchen gerettet, das ist ebenfalls gut. Das sind genug Daten für heute, denke ich. Bis zum nächsten Mal.